Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kena Bridge of Spirits. Ach, die ist ja ganz schief, die gute. Sie wollte mit bei uns sein. Sie hat schon so lange nicht mehr hier oben gesessen, aber jetzt stellt sie sich hier stur. Jetzt müssen wir damit leben, dass sie so schief ist. Die Nekum-Schlafrock. Ich habe mir gestern noch ein bisschen Mühe gemacht und habe unter anderem dieses Outfit hier freigespielt bekommen. Es ist in der Tat so, dass man zum einen ein Outfit bekommt, wenn man das erste Mal besteht, einfach nur, egal ob man diese Aufgaben innerhalb der Prüfung besteht, als auch wenn man alle drei, in allen Prüfungen alle drei Aufgaben jeweils besteht. Das hat mit allen Prüfungen bis auf einer geklappt und ich glaube, diese eine Prüfung, und das ist die, wo man auf Zeit ein Parcours rennen muss, das wird nicht hinhauen. Ich habe es gestern in der Tat mehrmals versucht und ich habe noch nie so viel Bugs in dem Spiel gehabt. So, zum einen ist Kena mir einmal durchs Meer gefallen, durchs Meer durch diesen Fluss gefallen, dann ist das Spiel auf einmal schwarz geworden und nichts ging mehr. Und ich muss sagen, ich bin jetzt so gerade Richtung Endgame hin, und das sind wir, wenn ich jetzt anfange, Toshis Maske zu machen, ist das letzter Teil des Spiels. Sehr enttäuscht davon, dass die Bugs bei mir doch zunehmen und auch die Ladezeiten bei mir heftig zunehmen. Also das ist dafür, dass wir bis dahin gar keine Ladezeiten haben. Finde ich, ist es ein No-Go. Aber sei es drum. Ich bin schon mal zu der nächsten Post gegangen. Die hatte ich durch Zufall entdeckt. Gestern. Mehr haben wir auch nicht. Müssen wir erst sammeln. Ich würde sagen, dass wir uns jetzt noch ein bisschen hier umgucken werden, so im Generellen, und dann wohl einfach weitermachen. Aber hier kann ich doch gar nichts machen, oder? Doch, kann ich. Sehr dunkel hier. Das soll der Onsen-Bereich sein, was auch immer. Ich weiß, was ein Onsen ist, aber... Aha. Was ist das? Hör Gott noch mal, was ist das? Was ist das da hinten? Ich habe es nicht erkannt, wenn ich ehrlich bin. Was bist du da oben? Ich kann auf. Nein, kann ich nicht. Ohne Witz, was ist das da oben? Warte mal, kann ich... Oh, erinnert euch noch, wie viele Probleme der mir im ersten Kampf bereitet hat? Faszinierend. Hab ich gern gemacht. Hat er gesagt, I love you? Hm.
Ich wollte jetzt einmal hier überall drüber gucken, ob ich nicht hier irgendwas nicht sehe. Das ist aber echt ein komischer Onsen. Ja, das ist schon eher ein Onsen. Gehe ich erstmal nach da hinten hin. Ach, hier bin ich. Ah, okay, ich verstehe. Weil die Post von da haben wir noch nicht. Hier oben habe ich einiges erledigt gehabt. Offcam. So, hier müsste doch jetzt auch einiges frei geworden sein. Ja. Keine Sorge, ich störe euren Unsinn schon nicht. Da hinten möchte ich hin. Wisst ihr was? Ich cheate jetzt mal. Oder war das gedacht, dass ich hier cheate? Ich weiß es nicht. Einmal und zack. Hallo. Auch auf der einen Plattform, wo wir letzte Mal aufgehört haben, habe ich den kleinen Mann noch gefunden. Das war Tricky Trick. Der war nämlich in einem Eimer unterm Wasser. So, was mache ich jetzt eigentlich genau? Nein! Oh nein! Das war dumm. Hoppala. Nee. Ja. Aber ich muss doch hier irgendwo ankommen, oder? Hm. Gehe ich jetzt mal anders. Voll niedlich. Was bringt mir das eigentlich? Ist das dann nur einfach die Höhle? Ich glaube ja. Ja, das ist nur die Höhle. Okay. Was haben wir? Was sagt denn die Karte? Ich frage mich, was das für mit den Toren hier gemeint ist. Warte mal. Das ist auch wieder no way. Nein, man landet immer hier unten. Müsste es hier nicht irgendwo ein Warp-Ding geben? Ah, ich zeige euch noch kurz die anderen Outfits, die ich freigeschaltet habe. Ich habe auch Hüte freigeschaltet. Die habe ich schon ausgerüstet. Den Bären habe ich unter anderem bekommen. Ich meine den Stern, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Den Flieger und die Eule auf jeden Fall, den Pionier auch. Ja, und ein paar Steine eben. So, Outfits. Wir haben dann einfach den Speer. Den Bombenleger, das kriege ich ja nicht. Bei der Holzschmiedin gibt es noch dieses Holzschmieden-Outfit. Jetzt fehlen uns insgesamt noch vier Prüfungen.
zwei Prüfungen fehlen uns plus zwei unter Dings. Ich bleib jetzt mal bei dem mit dem Roten. Ich mag's nämlich. Schießanlage. Ich möchte gerne mal wissen, was mit dem Tor gemeint ist. Das würde ich jetzt... da bin ich neugierig. Bin ich hier richtig? Bin ich ganz. Bin ich hier richtig? Ja, hier bin ich richtig. Aber das ist so gut wie richtig. Nee, was ist denn das da vorne? Krieg ich dafür irgendwas? Nein. Aber... ich bin mit der Karte so unzufrieden. Das ist der Wahnsinn. Weil ich einfach... ah, okay. Wie mache ich das frei im Endeffekt? Ich glaube nicht, dass ich den so weit mitschleppen kann. Okay. Hier irgendwo muss ich doch bestimmt eine Möglichkeit haben. Aha. Hab ich aber in der Tat. Na gut. Na, von mir aus. Wir probieren es einfach mal. Was kann schon schief gehen? Ich glaube, das wäre leichter. Nein, ich bin den falschen Weg gegangen. Wie gehe ich denn da am besten von hier? Direkt da hoch über die Brücke. Okay, war mein Fehler. Nein, bitte hier lang. Danke. Nach da oben. Und nach hier. So. Aber was ist hiermit? Wie kriege ich das frei? Das alles zusammen? Gute Frage. Na, sei es drum. Dann wollen wir mal in Richtung Hauptaufgabe gehen. Ich weiß, hier gibt es vermutlich noch sehr viel mehr zu entdecken. Und das ist auch schön. Aber ich denke, das werde ich dann wohl nach dem Spiel machen. Ich ärgere mich auch immer noch darüber, dass dieses Spiel mir nichts gibt in dem Sinne. So, sie kündigen die Outfits riesengroß an, mit freut euch drauf und dann, ja, fange ich das jetzt hier an zu spielen, dann ist das halt so, ne? Ach so, ich war nicht nah genug dran.
Hierauf bezieht sich das dann ja nicht, ne? Ich check's nicht. Wie kriege ich denn die Tore auf? Na gut, wisst ihr was, Leute? Wir werden jetzt noch die Treppe da hochgehen. In der Hoffnung, dass das nicht dann heißt Endstation. Eis und Schnee. Okay. Es zählt aber noch zum Dorf, okay. Arme Kena. Arme Kena hier durch Eis und Schnee. Ich bin schon wieder nicht nah genug dran, ne? Ja. Come far, spirit guide. But what is it that you truly seek? Oh nein. Can you carry it for me?
Take it slow. You've traveled a great distance. Crossing over is no easy task. Toshi's spirit was different, stronger than the others. He was able to push me from his memories. Toshi wields an untamed power, but that is not why you failed. Corrupt spirits feed on the conflicts within ourselves. My father told me stories of the Sacred Mountain Shrine and its connection to the spirit realm. After I lost him, I set out to find the shrine, hoping it would make me a better spirit guide. I've always known he was gone, but I thought if I could help enough spirits find peace, he would see me and be proud. Many spirit guides have come before you, but they have all failed. Your father will be proud of who you've become. Toshi could not accept the fate of our village. He destroyed a sacred creature and broke the natural cycle of the land. It seems Toshi has hidden his relics in the spirit realm. You will need to cross over to search for them. Look for gateways in the village. Dash through them to reach the spirit realm. Ah, okay. Halte dein Schild mit L1 gedrückt und drücke R1, um einen Spurt hinzulegen. Benutze Spurt, um Angriffen auszuweichen und durch Geisterportale zu reisen. Spurt verbraucht deine Schildenergie. Okay. Irgendwie hat mich die Zwischensequenz ein bisschen mitgenommen. Das war sehr traurig. Auch, dass anscheinend Toshis Wut und Zorn so groß ist, dass er zu dem geworden ist. Ah, was haben wir denn hier? Zwischen den Reichen. Wisst ihr was, das probieren wir nächste Folge dann mal aus. Und dann schauen wir mal, ob wir uns danach den Reichen in die Reiche begeben. Ich weiß natürlich, dass das schönste Outfit nur verfügbar ist, wenn ich all die Dinger da schaffe. Schauen wir mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Sagt mir gerne, was ihr hier darüber haltet, dass Toshi so stark ist, dass Kena auch ihre eigenen Probleme mit sich rumschleppt. Ich hätte gern mehr Zusammenhang darüber, denn Geisterführer scheint es in diesem Land ja durchaus öfters zu geben. Viele sind da hingekommen, ja auch schon gescheitert. Kena ist sehr weit gekommen. Sie hat fast viele Teile dieses Landes wieder gereinigt. Aber so richtig viel hört man, kriegt man trotzdem noch nicht so in die Hand gedrückt. Mal sehen, ob wir mehr bekommen. Haut rein.